An einem Einzeltisch in einem Szene-Café sitzt ein vollbärtiger Hipster und trinkt Matcha-Tee. Für 7,40 €, was macht das schon? Der Matcha-Tee ist eine Investition. Denn das Szene-Café ist sein Arbeitsplatz, weil der vollwertige Hipster eine Arbeit hat, für die er nur sein MacBook Matcha-Tee und WLAN braucht. Denn ihr macht irgendwas mit Medien und mit Internet auch. Und ihr pitcht für einen Auftrag, der sehr wichtig für ihn wäre. Das wäre nicht nur ein Job für ihn, das wäre ihm eine Ehre. Drum macht er schon zum dritten Mal 10 Stunden Schicht. Ob ihr die Arbeit je bezahlt bekommt, das weiß er nicht. Doch mit Ausbeutung hat das nichts zu tun. Er ist kein Arbeiter, er ist ein EPU. Ja, er ist selbstständig und darauf ist er stolz, dass er die Miete kaum bezahlen kann. Ach, was soll's? 12.000 Schulden, ey, das macht doch nichts. Wer Waldviertler trägt, ist niemals Unterschicht. Und wer zu Hause eine Siebträgermaschine hat, der gehört nie und nimmer zum Proletariat. Daneben sitzt eine junge Dame mit dickrandiger Brille und mit Sternen auf den Armen. Auch sie macht irgendetwas mit Medien und sie hätte gern den Auftrag von dem Hipster annehmen. Und sie schielt auf sein MacBook, sieht die Kalkulation und unterbietet ihn mit ihren Stundenlohn. Für Hipster-Unternehmer gibt es keine Gewerkschaft. Alles, was sie haben, ist Arbeitskraft. Doch mit Ausbeutung hat das nichts zu tun. Sie ist mit allen Auftraggebern per Du. Sie macht den Job so gerne, dass sie oft vergisst, ob das noch Arbeit oder schon Freizeit ist. Die beiden finden Seitan gut und Seifenopern komisch. Sie tragen Che Guevara-Shirts wahrscheinlich nur ironisch. Auch ohne Politik kommen sie sehr gut durchs Leben. Ist Mark Zuckerberg politisch? Nein, na eben. Sie haben keine Zeit, um sich zu solidarisieren. Sie müssen ständig arbeiten und konsumieren. In engen Jeans am Fixie-Bike zum Naschmarkt fahren. Das ist für sie Widerstand. Sie sind vegan, PC und gendern gerne und so weiter. Schließlich sind sie keine Bauarbeiter. Und mit ihrem letzten Geld bestellen sie sich Chocolate Cake. Nein, das ist kein Molmhemd, das ist ein Chocolate Cake. Und seit das Chocolate Cake heißt, hat das Blatt sich tatsächlich gewendet. Der Klassenkampf ist endgültig beendet.